Was? Reinis Spaten? Was soll Reinis Spaten sein? Was ist das? Hast du das entwickelt? Hast du das gebaut? Die Antwort ist nein, aber es ist der Spaten, den ich sehr, sehr gerne habe, in ganz speziellen Dingen. Und wenn du wissen willst, was er kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Reinis Spaten. Gibt es bei mir im Shop, kommt ganz häufig die Frage, Reini, was ist das? Ich habe dieses Ding seit vielen, vielen Jahren, nicht nur dieses Ding, sondern ich habe das in extrem an jeder Ecke, überall irgendwo mit dabei. Und zwar, es ist extrem leicht, es ist trotzdem relativ, ja, relativ stabil, das schauen wir uns dann nachher auch gleich an. Es ist ein Leichtgewicht, ja, und ich finde den total genial. Für, und jetzt kommt's, zum Beispiel Kräuter sammeln, für das Kack. Loch schaufeln, wenn man draußen unterwegs ist, weil es ist extrem unangenehm, wenn man irgendwo hinkackt und dann den ganzen Dreck vielleicht dann auch noch mit Klopapier liegen lässt. Das finde ich total unfreundlich, also das ist nicht gut. So, schauen wir uns dieses Teil einmal an. Schau mal her. Hier ist so eine Säge simuliert und ich sage dir gleich eins, die ist für ein A. Und mit einem A meine ich wirklich den A. Ich meine nichts anderes, ich meine wirklich den A. Aber sie ist halt drauf und diese Dinge, das habe ich nicht ich entwickelt, sondern ich habe sie halt für mich entdeckt und kaufe sie bei einem Großhändler, beziehungsweise der importiert das aus China. Das ist im Endeffekt China-Ware. Wir werden dann gleich damit graben und gleich damit arbeiten. Wir haben mit dem Ding schon so viel gemacht. Zum Beispiel die heißen Steine aus dem Feuer rausnehmen, wenn wir irgendwas abkochen wollen bei den Survival-Trainings. Wenn wir, wirklich, das ist die Kackschaufel, wir nennen das die Kackschaufel. Andere Survival-Trainer-Kollegen, die bei mir Survival-Trainer-Ausbildung gemacht haben, zum Beispiel der Samuel, der hat damit bei den Trainings Wurfübungen gemacht, werden wir dann auch nachher gleich machen. Also das ist so ein Universalteil. Und einmal, ist auch ganz lustig, da war, ich glaube, es war die Firma Puls 4 oder RTL, war bei mir bei einer Kräuterwanderung, also ganz ein anderes Thema, nicht so Survival, sondern Kräuterwanderung. Und da haben wir Wurzeln damit ausgegraben und da war diese reine Spatenschaufel für Zehntausende, Hunderttausende Menschen zu sehen. Hätte draufstehen müssen, reine Spaten, dann wäre das der volle Werbegag gewesen. Aber sei es drum, aber jetzt wollen wir endlich einmal was damit tun, oder? Das Ding ist so ein Kunststoff-Irgendwas-Ding. Also es ist nichts zum Hebeln, das würde nicht zu viel tun. Das ist leider, werden wir dann nachher gleich sehen. Aber so kleine Hackarbeiten kann man damit tun. Das ist eine Esche übrigens. Ja. Also ich traue mich, ich hoffe es passiert nichts. Weil natürlich, das ist nicht unendlich stabil, aber... Die bricht schon auch mal, das kann schon mal passieren, besonders beim Werfen. Aber im Großen und Ganzen... Wenn man trifft, dann funktioniert es auch ganz gut. Also noch einmal. Noch einmal. Hacken, hacken, reine Spaten. Ich meine, schau mal das Ding mal genauer an. Schau mal her, hier an der Stelle, da ist das so mit diesem, ich weiß gar nicht, was das genau ist, irgend so ein Kunststoff-Dingsbums. Schön eingefasst, das heißt, die hält auch wirklich was aus. Also ich würde jetzt keinen Stein damit hebeln, schon wie ich schon gesagt habe. Aber für so Kleinigkeiten ist das überhaupt kein Stress. Das ist cool. Und wer schon einmal bei einem Survival-Training von mir war, der kennt die obligate Wir wollen Regenwürmer essen Übung. Und das funktioniert natürlich auch super. Und da verwenden wir immer diesen Spaten. Und ich habe da immer einige mit. Beziehungsweise, wenn es ein bisschen härter ist, dann nehmen wir auch, oder ein härteres Training sozusagen, dann nehmen wir auch einen Grabstock. Aber wenn das jetzt nicht der Fokus ist, sondern ich die Leute jetzt anderwertig ja, unterrichten will, dann nehmen wir genau diesen Spaten mit. Weil der kostet fast nichts. Billige Heckenwerbung, die Teile gibt es natürlich bei mir im Shop und schau unten auf den Link. Es kostet wirklich fast nichts, wenn man die verliert, wenn die wirklich mal kaputt geht, muss man nicht ins Weinen anfangen und hat trotzdem einen coolen Spaten. Auf jeden Fall, wir graben damit Regenwürmer zum Beispiel aus, auch beim Nahrungskurs in St. Pölten, den wir da immer wieder haben, einmal im Jahr. Super Sache. Und Bärlauchzwiebeln oder anderes Zeug, was unter der Erde wächst, was man zum Mampfen verwenden mag, da ist dieser Spaten absolut, absolut genial. Auch das Graben im Waldboden ist super damit machbar. Da kommen jetzt dann Wurzeln, da habe ich jetzt die Fichtenwurzel, spüre ich da jetzt schon. Ja? Und dazu ist vielleicht ein bisschen die Säge zum Einsetzen, wenn man wirklich nicht durchkommt. Ja? Habe jetzt durchgesägt. Das ist eine Möglichkeit, beziehungsweise
Man kann auch hacken und das Stück Wurzel durchtrennen, das geht natürlich auch. Also das ist, die ist durchaus stabil. Wir haben zum Beispiel, wenn ihr das Video interessiert, gebe ich da oben beim i den Link, da hinter mir, da haben wir den Prepper-Vorrat, meinen geheimen Nahrungspreppervorrat, genau an der Stelle eingraben. Also ich habe es nicht gemacht, der Tobias hat es gemacht, mein Sohn. Wir haben genau diese Schaufel, nämlich wirklich genau die hier verwendet. Es geht wirklich gut. Was natürlich klar ist, ich meine, das Schaufelblatt ist relativ klein. Das bedeutet, ja, das ist mehr Arbeit als mit der großen, fetten Bundeswehrschaufel oder sonst irgendwas. Ne? Das Ding ist halt auch extrem leicht. Das fällt wirklich nicht auf. Das merkst du nicht. Dass es nicht so stabil ist, das ist mir auch klar. Dass ich es nicht umklappen kann und dadurch gewisse Zieharbeiten nicht machen kann, ist auch klar. Es hat einen sehr engen, geringen, ja, und ich sage jetzt mal fast schon schmalen Einsatz. Ein Tatz, ja. Dass man damit kein Schützenloch aushebt, ist klar. Aber so einen kleinen Herumspielen damit ist okay. Dass ich damit kein riesiges Loch ausheben will, das ist klar. Aber es ist besser als nichts, weil es extrem leicht ist. Und es ist auch besser als diese kleinen Klappspaten, die natürlich auch cool sind, ja. Aber jetzt wollen wir noch einmal den absoluten Härtetest machen. Und zwar, wir wollen Spaten werfen. Schau mal, ob ich das noch kann. Ah, daneben. Nochmal! Alle guten Dinge sind drei, oder? Das freut mich jetzt total. Aber, dass man natürlich mit diesen Dingen voll durchziehen kann, dass das natürlich irgendwann bricht, ist klar. Aber für so Kleinigkeiten und besonders für den Preis und für das Gewicht, ist das Ding richtig? Ah, daneben! Cool. Ja, ein kleines Video. Und billige Eigenwerbung, denn das Ding kriegst du bei mir im Shop wirklich zu einem feinen Preis und es kann auch extrem viel. Schau es dir an, hol's dir. Es ist wirklich spaßig. Einerseits für Kräuterleute, für Survival Training, für Bugout Bag, wenn das ein Thema ist. Ich meine, wenn du ein urbanes Bugout Bag brauchst, wird es nichts bringen. Aber wenn du vielleicht so ein bisschen mal graben müsstest, aus welchem Grund auch immer, so Kleinigkeiten, dann denk drüber nach. Link kriegst du in meinen Shop. Abo dalassen, da geht's direkt in meinen Shop. Ein paar andere Videos zum Anschauen, schreib mal einen Kommentar, es würde mich freuen. Dein Reini Rossmann, bis bald und ciao.